Meteors kam mit der Missionsidee und stellenweise merkt man hier an, dass sie recht spät entwickelt wurde. Trotzdem bekommen wir hier einiges geboten. Offiziell müssen wir alle 6 feindlichen Spieler vernichten, Lila und Orange dürfen aber, wie sich herausstellte, verschont werden. Nördlich und östlich von euch befinden sich 2 feindliche Römersiedlungen. Diese werden keine Soldaten produzieren oder angreifen, ihr Zweck ist es, dass ihr sie möglichst bald erobert, um die Rohstoffe und den Bauplatz dort nutzen zu können. Gelb ist von den 4 Maya-Siedlungen am zurückhaltendsten, kann aber zu ungünstigen Zeitpunkten angreifen. Lila ist meiner Erfahrung nach am aggressivsten, aber leider nicht am gefährlichsten. Orange ist ebenfalls eher zurückhaltend. Die mit Abstand größte Gefahr ist aber Cyan, denn er kann nicht nur über die 1000 Soldaten kommen, sondern startet auch mit 140% Kampfkraft. Wenn er angreift, wird er mit einigen 100 Soldaten ankommen und ihr müsst davon ausgehen, dass ihr ihm in jeder Hinsicht unterlegen sein werdet. Eure einzige Chance liegt darin, das Schlachtfeld zu euren Gunsten zu gestalten. Dafür gehen ihm im Late Game die Rohstoffe aus. Außerdem expandiert keiner der Maya-Spieler in eure Richtung. Der Berg in eurem Startgebiet enthält genug Erz für 1 bis 2 Kohleminen und eine Eisenmine. Mit diesen Rohstoffen müsst ihr dann Blau und Grün erobern, wo ihr weitere Rohstoffe findet. In den östlichen Ecken ihrer nördlichen Berge findet ihr euer erstes Gold. Euer Ziel muss aber sein, diesen Goldkrater zu erobern. Hier liegt nicht nur Golderz rum, der Krater ist auch randvoll damit. Die Minen hier werden Metzelleistungen erbringen, eine Mine sollte also locker 2 Goldschmelzen versorgen können. Im Nordwesten der Karte gibt es auch ein Warenlager mit Waffen und Gold, das potenziell sehr nützlich sein könnte, sobald ihr Blau eliminiert habt. Ich habe es jedoch selbst nicht verwendet. Soweit müsst ihr aber erstmal kommen. Eure Startvorgaben liegen irgendwo zwischen MG und HG, peilt also erstmal 3 Sägewerke an. Die meisten eurer Holzfäller sollten aber über die Karte wandern, um Bauplatz frei zu machen. Ich habe zuerst Grün erobert, aber Blau hat doppelt so viel Gold und führt euch auch in Richtung Goldkrater. Es könnte daher sogar eine bessere Strategie sein, Grün gänzlich zu ignorieren. Ihr werdet erstmal wenig Gold haben, also müsst ihr umso mehr Blech produzieren. Unter 6 Waffenschmieden, eher noch 8, braucht ihr gar nicht anzufangen. Denkt daran, dass das Angriffsverhalten eurer Gegner auch von eurer Soldatenanzahl abhängt, also produziert auf jeden Fall ein 1er, wenn ihr Waffen überproduziert. Die Karte rät euch auch dazu, in Magie zu investieren und in der Mangelung von Gold kann das auch auf Vanilla eine gute Idee sein. Der Geschenkzauber kann euch dabei helfen, euch zwischen feindlichen Angriffen schnell zu erholen. Wenn ihr auch mit Ubo spielt, könnt ihr auch von den verbesserten Kampfzaubern sowie Fischreichtum und Rohstoffe auffrischen profitieren. Bedenkt aber, dass Ubo auch die Blasrohrschützen bufft, mit denen die Maya-Spieler starten. Dafür könnt ihr auch darüber nachdenken, Sanitäter als mobiles Lazarett zu verwenden. Diese Engstellen zwischen euch und euren beiden römischen Rivalen sind der perfekte Standort für eure Verteidigung. Baut ihr eine Burg und ein paar Türme, sucht euch ein paar Stellen in Angriffsrichtung, wo ihr eure Soldaten ausstellen wollt und blockiert den Weg dorthin so gut wie möglich mit mittleren und großen Wohnhäusern. Ich habe es hier vermutlich nicht mehr unbedingt gut gemacht, aber wenn es perfekt läuft, habt ihr dann euer eigenes Thermopylae. Das erfordert fortgeschrittene Fähigkeiten in Sachen Einheitensteuerung, aber wenn es richtig gut läuft, kann Cyan bei seinem großen Angriff nur eine Handvoll seiner Soldaten aktiv kämpfen lassen, während sich die restliche Armee dahinter staut. Cyans erster Angriff dürfte der schwierigste Punkt auf dieser Karte sein, aber rechnet trotzdem noch mit Angriffen aller 4 KIs, teilweise auch kombiniert. Bei dieser Karte ist es aber auch ziemlich relevant, welche Spielversion ihr nutzt. In Vanilla kann jeder Spieler auf dieser Karte nur etwa 1450 Siedler besitzen, Cyan wird also nicht so viel produzieren können wie in meinem Run. Andererseits würde ich eine Karte dieser Größenordnung aber auch nicht mehr ohne Transportlimit-Fix spielen wollen. Die unbegrenzte Soldatenauswahl in Settlers United macht es auch wesentlich einfacher, seine Armee zu steuern, insbesondere im Late Game, und dort wird es auch ziemlich befriedigend, wenn man am Ende selbst mit seinen 1000 L3ern beim Gegner einmarschiert und die Eigensiedlung sogar noch weiter produziert. Diese Karte profitiert meiner Meinung nach auch von Ubo, da die Strategien, die sonst von einem erwartet werden, in der Realität eher suboptimal wären. Aber egal wie man es dreht und wendet, das hier ist eine der schwereren Karten. Bei weitem kein Cordoba, aber das hier ist eine Karte, die nicht jeder auf normal schaffen wird, da eine gewisse Optimierung schon Pflicht ist.